Ja, hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dinosaurs und wir sind gerade auf den Spuren nach den verschollenen Velociraptoren und letztes Mal haben wir sogar einen kleinen gefunden und hier ist er wieder, der kleine Velociraptor. So, der ist auch wirklich winzig und er ist grün. Wir haben noch nie einen grün gesehen, wir haben zwar schon einen braunen gesehen, aber einen grün, das finde ich auf jeden Fall mal ziemlich cool. Naja, also ich weiß noch nicht, anscheinend spawnen die also in den normalen Grasbiom. Da sind sie anscheinend grün. Wir sind schon hier, haben sie eine Kuh ermordet. Und es sind ganz schön viele sind das geworden. Wir haben nur drei ausgesetzt damals. Na, das sind schon, das waren mehr als drei. Moment. Oder waren das drei gerade? Weil die können sich eigentlich, können die sich schon so schnell vermehren. Und auf jeden Fall sind hier sehr viele davon. Guck mal, da ist wieder gerade einer lang gehuscht. Das waren nicht dieselben. Guck mal, hier ist es, hier, da oben ist einer. Da hinten ist einer. Da ist einer schon, das sind schon drei. Und jetzt müsste ich auch noch. Wahrscheinlich ist ja gleich. Guck mal, da sind auch nochmal welche. Es sind extrem viele von den kleinen Viechern. Von den kleinen Velociraptoren. Ne? Also ich finde das wirklich genial. Guck mal, der kriegt jetzt mal ein bisschen Fleisch. Ja, guck mal, der mag das. Du auch. Ja, guck mal, jetzt bin ich sein Vater, guck mal. Gut. Wahrscheinlich stand gerade Velociraptors now tamed oder so. Guck mal, den könnten wir jetzt mitnehmen. Setzen wir auf Follow. Na, war das Follow? Nee, wahrscheinlich war das Stay. Jetzt ist das aber Follow, oder? Ja. Gut, jetzt haben wir so einen kleinen Follower. Ne? Wir haben so einen kleinen Follower, der uns jetzt immer followt. Ne? Und ihr könnt mich auch auf Google Plus followen, wenn ihr wollt. Ja, ich bin ja jetzt auf Google Plus umgestiegen. Beziehungsweise man muss es ja jetzt machen. Und deswegen habe ich auch eine Google Plus Seite erstellt. Ne? Und die könnt ihr dann auch. Ja, da könnt ihr mich followen, wenn ihr wollt. Gut. Ja, hallo, meine süßen kleinen Freunde. Guck mal, so viele sind hier. Hätte ich nicht gedacht, dass sie sich so schnell vermehren. Also ich denke, das Experiment freie Wildbahn ist geglückt. Allerdings glaube ich, wenn hier zu wenig Kühe sind, dass sie dann auch eingehen werden. Also müssen wir hier vielleicht auch ein paar mehr Kühe reintun. Je nachdem, hier sind überall diese kleinen Velociraptor. Ich finde das wirklich niedlich. Hier sind überall. Guck mal, hier sind ein paar, da hinten sind ein paar. Da ist wieder einer. Ja? Und stellt euch das mal jetzt mit dem Velociraptor und stellt euch das mal mit Spinosauriern vor, wie schrecklich das wäre. Da würden überall so eine Spinosaurier sein und, oh, also ich könnte mir das gar nicht erst ausmalen, das wäre schrecklich. Überall Spinosaurier. Aber naja, warum nicht? Das könnten wir natürlich auch nochmal machen. Aber ich glaube, das wäre keine gute Idee. Gut, gehen wir mal zurück nach Hause. Guck mal, unser Spinosaurier, ah, der ist ja, unser kleiner Velociraptor, unser Grüner, der folgt uns. Oh, folgt uns lieber nicht. Ne, mal schauen. Also, den geben wir auf jeden Fall noch einen Namen. Den Namen bestimmt wie immer ihr. Schreibt diesen Namen in die Kommentare. Und zwar genau jetzt. Ne? Wenn ihr keinen Namen habt, dann schreibt ihr, ich habe keinen Namen. Oder mir fällt kein Name ein. Aber ihr müsst irgendwas in die Kommentare schreiben jetzt. Als Antwort. Damit ich auch weiß, dass ihr mir überhaupt zuhört. So. Okay. Genau. Und meine Audioqualität, ich habe jetzt immer noch die gleiche wie letztes Mal. Weil ich das ja noch am selben Tag aufnehme alles. Und deswegen auch noch nicht, wie soll ich sagen, prüfen konnte, ob die besser ist oder schlechter. Ich hoffe, die ist wirklich besser als früher. Ne, also wer sich nochmal überzeugen will von der alten, ups, hallo, der soll nochmal, ja, irgendwie ein paar Folgen zurückgehen, am besten so Folge, okay, jetzt sind wir bei 97, dann meinetwegen bei Folge 80 mal gucken, wie es dann war, ne, und wie es jetzt ist. Und dann werdet ihr, denke ich mal, hoffentlich schon einen Unterschied hören. Ne? Und dann müsst ihr mir nochmal mitteilen, ob das denn besser oder schlechter ist. Ich weiß es nämlich nicht. Ich kann das immer schlecht beurteilen. Ist ja normal, man kann sich selber beurteilt man natürlich immer anders als andere. Weil man will ja weder ein, weil, ja, ich weiß nicht, man zu sich selber, ja, das ist immer schwierig. Gut. Guck mal, mich wundert, dass dieses Gras, das habe ich schon vor, was weiß ich, wie vielen Monaten angepflanzt, das wächst immer noch nicht. Das wundert mich extremst. Haben wir überhaupt Seeds bekommen jetzt? Nein. Das wundert mich auch, wir haben keine Seeds bekommen. Was ist da los? Wir haben zwar Heu bekommen, aber keine Seeds. Das ist merkwürdig, stimmt's? Grüner Velociraptor, ja, da hast du recht. Und ich glaube, es liegt an den Bugs hier von Minecraft Dinosaurs, dass einfach keine Seeds mehr spawnen. Beziehungsweise, dass wir keine Seeds mehr droppen können. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich denke mal an den Bugs. Gut, und mit meinem Knochen in der Hand werde ich jetzt ins Velociraptor-Gehege aufbrechen, denn ich habe da so eine Idee. Unser kleiner Freund hier, der uns momentan noch begleitet, wird ein neuer Mitbewohner des Velociraptor-Geheges. Genau, damit wir da auch einen grünen haben. Das hatte ja auch jemand von euch
in die Kommentare geschrieben, oh, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wer das war. Der meinte auch, ey, Skalte, mach mal so einen grünen Velociraptor ins Velociraptor-Gehege. Das würde doch cool aussehen. Und da hast du recht, das würde ich auf jeden Fall mal machen. Außerdem will ich auch wissen, was passiert, wenn sich ein Grüner mit einem braunen paart. Ob man dann irgendwie einen lilanen hat oder einen. Ich weiß nicht. Wer weiß, was man dann für einen hat. Guck mal da unten. Moment, ich habe da doch Eier gesetzt, ne? Wurden die jetzt aufgefressen? Ich hatte da unten letzte Folge Eier gesetzt. Und diese Eier müssten eigentlich geschlüpft sein. Eigentlich. Okay. So, erstmal nach oben. Wo sind denn die kleinen Racker? Ihr habt die. Ah, da sind sie. Einer jedenfalls. Guck mal, einer ist schon mal hier. Und der andere, der andere, der andere. Wo ist der andere? Der andere ist weg. Nee, da ist er. Also die zwei sind hier noch. Die Eltern haben sie doch nicht aufgefressen, ich dachte schon. So, guck mal, der ist voll im Tarnmodus. Man sieht ihn gar nicht, ne? Weil er einfach so grün ist. Wenn wir den jetzt mal auf. Den setzen wir jetzt mal auf Free Move. Ich glaube, das ist Free Move oder ist das Stay? Nee, das ist Free Move. Guck mal, und jetzt ist er auch ein Teil dieses Großen. Hier sind jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Velociraptoren drin. Ne, vielleicht sollten wir das Gehege auch mal vergrößern. Ich hatte es ja schon mal vergrößert, aber momentan ist es einfach groß genug, weil, guck mal, die Velociraptor an sich, die sind ja auch nicht so groß. Guck mal, da hinten ist wieder einer. Der hat wieder ein bisschen Spaß. Es hat sich wieder gedreht. Und der hat's, ja, der fühlt sich hier, glaube ich, auch pudelwohl. Hoffe ich jedenfalls. Wenn nicht, dann stups mich mal einfach mal an und sag, ey, Skalter, ich hab Angst vor diesen braunen Leuten. Aber ich glaube, die werden sich gut vertragen. Na, natürlich ist der Grüne jetzt ganz allein und ein bisschen Außenseitermäßig. Aber wir werden bald nochmal einen zweiten Grünen hier hin verfrachten, damit er sich nicht so alleine fühlt. Da habt ihr recht, das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Aber wenn er sich da so alleine fühlt, das wollen wir alle nicht. Gut, geh ich mal hier rein. Was mir gar nicht so gefällt, ne? Das ist, dass diese Dinosaurier sich immer da in dieser einen Ecke aufhalten. Ich hasse das einfach. So, was braucht man nochmal für diesen. War das Heu? Nee, ach, ein Stick war das. Ein Stick braucht man hierfür. Sag mal Stick und dann gehst du jetzt auf. Was war das? Egal. Du kommst mal mit. Wow! Ramm hier nicht rein. Ich weiß nicht, auf was ich denn jetzt hab. Mal gucken, ob das Free Move ist oder Stay. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sollen die mit da einmal auf. Okay, das ist Free Move. Dann noch einmal. Jetzt ist das auf Follow. Na, was ist es jetzt? Jetzt muss es Stay sein. Weil ich will die jetzt einfach mal. Wenn die wirklich immer in die Ecke gehen, dann kann ich sie ja gleich eigentlich auf Stay setzen. Allerdings werde ich sie jetzt so auf Stay setzen, dass sie halt woanders hingehen. Guck mal, das ist jetzt auf Stay gesetzt. Jetzt ist er auf Follow. Jetzt followt er mir. So, jetzt followt er mir hier hin. Na, wie gesagt, ich könnte mir auch auf Google Plus followen, was ich ja jetzt neuerdings hab. Ja, ich weiß, ich hatte auch einen harten Kampf dagegen geführt, aber letztendlich kann man es, lässt es sich ja einfach nicht vermeiden. Und irgendwann wird wahrscheinlich YouTube automatisch darauf umgestellt, deswegen habe ich es jetzt schon mal gemacht. Ne? Und es ist eigentlich gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Also wenn ihr es auch habt, oder wenn ihr allgemein Google habt, dann könnt ihr mir auch followen auf meiner Google Plus Seite. Ne? Dann, da werdet ihr auch wieder ein paar Infos erfahren. Gut, mein Stegosaurus, was ist denn mit dir los? Ich wollte ihn eigentlich auf Follow setzen, aber anscheinend doch, das geht. Guck mal, jetzt ist er auf Free Move. Ja, und jetzt. Nein, nein, nein. Auf Stay. Jetzt ist er auf Stay, oder? Egal. Jetzt sollten wir die doch irgendwie mehr oder weniger bewegt haben. Außer der hier, der bleibt einfach so, wie er ist. Ne? Also wenn sie. Ist ja egal, ob sie sich immer in der Ecke aufhalten oder auf Stay einfach so drin setzen. Drin sitzen. Sollen sie einfach so bleiben. Ich hoffe, den Triceratops habe ich gerade nicht auf Follow gesetzt. Hoffe ich einfach mal. Man kann das ja bei den, mit den Bugs immer schlecht sagen, wie man die gesetzt hat. Aber wir werden das ja sehen. Wenn sich hier spätestens gleich ein Triceratops in der Wand festbackt, wissen wir, okay, oh, das war doch Follow. Aber naja, schauen wir mal weiter. Guck mal, der Plesiosaurus, den geht's auch pudelwohl. Ist doch super. Ist nur dann die Frage, wenn er dann später ausgewachsen ist und 2 Meter groß ist. Ja, was dann passiert? Weil dann habe ich keine Lust mehr, ihn hier durchzufüttern. Und dann macht er, glaube ich, auch. Ja, ich weiß nicht, der kommt dann auch nirgendwo mehr durch. Dann schwimmt er hier die ganze Zeit an Land und der muss auf jeden Fall ins Wasser zurück. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Okay, es ist aber Nacht, dann wollen wir mal wieder schlafen, ab in die Haier. Ach ja, ins gute alte Bettchen. Ins gute alte Bettchen. Guck mal, da steht irgendwas. Available Velociraptor. Was bedeutet das? Naja, ich habe keine Ahnung.
Achso, ja, das Available, das heißt, ist noch von der Mod, dass es ein Update gibt. Also nicht von dieser Mod, sondern von einer anderen Mod, die ich drin habe, von Optifine. Und Velociraptor kam, weil wir ja den einen gezähmt haben. Das ist der Sinn dabei. Und ich dachte gerade, da wäre noch ein wilder Velociraptor, aber es ist einfach nur ein Skelett, was mich hier tyrannisieren will. Was ich allerdings nicht zulasse. Okay, müssen wir dann nochmal schauen. Ich hätte mir ja schon einen Platz überlegt, wo ich jetzt dieses T-Rex-Gehege bauen könnte. Und da habt ihr euch ja auch ein paar schöne Sachen überlegt. Nun muss ich jetzt mal schauen, wo, wie das von hier oben aussieht. Also wo man das wirklich am besten machen kann, ob das doch die richtige Wahl ist. Und fangen wir da am besten jetzt oder nächste Folge schon mal an, damit wir auch mal bald einen neuen Dinosaurier bauen können. Beziehungsweise bauen? Nein. Embryolalisieren. Oder wie soll ich sagen, einen neuen Dinosaurier erschaffen können. Ich glaube, das klingt am besten. So, und jetzt schauen wir uns das ganze Land mal an. Guck mal, hier haben wir das Mammut. Ne, das Ding geht's auch pudelwohl. Wenn wir dann weiterschauen, habe ich hier die Prärie, eine wilde Landschaft. Dorthin die Eisregion, da sollte ein T-Rex nicht drin sein. Ist viel zu kalt für ihn. Hier haben wir dann einen kleinen See und eine flache Ebene, auf der das theoretisch machbar wäre. Bezogen auf wäre, ne? Man weiß ja nicht. Und wenn wir hier weiterschauen, ist hier ein Hügel, da wird es auf jeden Fall nicht möglich sein. Da wo Hügel sind, ist es immer sehr schlecht. Da wo die Steine sind, könnte ich mir das auch vorstellen. Aber es sollte auf jeden Fall nahe an der Base sein, damit wir den auch unter Kontrolle haben. Da geht zum Beispiel nicht, weil wir da ja die Velociraptor darunter, unter dieser Landdecke sind die Velociraptoren. Deswegen geht das da nicht. In diesem Berg geht das leider auch nicht, weil hier schon die Pachycephalosaurier sind. Naja, also da müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Ich will den auch outside machen, also ich will den draußen spawnen lassen. Denn wenn er draußen läuft, ist es einfach viel cooler, als wenn er drin läuft. Ne? Weil ich hatte mir auch überlegt, ich kann euch das ja nochmal zeigen, ich hatte noch eine andere Idee, wo wir den hin tun könnten. Will ich erstmal hinlaufen, vorher nochmal zwei Biofossilien klar machen. Ja, natürlich. So. Okay, und zwar, wenn wir jetzt hier reinlaufen. Nee, das war falsch. Genau, wenn wir jetzt hier jetzt hingehen, ins Stego bzw. Spinosaurus-Gehege. Nein, Stego bzw. Triceratops-Gehege, so war das gemeint. Wir jetzt hier reingehen. Oh, komm schon. Und jetzt dann zu den. Oh, komm, nicht schon wieder. Und jetzt dann zu den Pachycephalosauriern gehen. Guck mal, den halt, die haben wir nämlich hier. Sehen wir schon, die haben hier eigentlich ein ziemlich geiles Gehege. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Gehege. Und dann dachte ich mir, wenn wir das weiter ausbauen, also wenn ich jetzt hier weiterbaue, dies, das, und dann irgendwo rauskomme, dass ich da quasi auch ein unterirdisches T-Rex-Gehege baue. Allerdings bin ich am überlegen, ob ich das T-Rex-Gehege unterirdisch baue oder oberirdisch. Das ist nämlich eine gute Frage. Auf jeden Fall will ich hier neben das Pachycephalosaurier-Gehege, will ich auf jeden Fall noch was bauen. Ist dann die Frage, ob hier schon das T-Rex-Gehege bauen, ob ich das T-Rex-Gehege hier bauen soll oder lieber offscreen. Was ist da eure Intention, was ist da besser? Ich glaube unten, weil ihr wisst ja, der T-Rex ist so ein Monster, das kann man einfach nicht in Schacht halten. Deswegen wäre unter der Erde wäre es natürlich cool, weil es dann nicht ausbrechen könnte, der T-Rex. Allerdings wäre es ja auch cool, wenn man den draußen auch sehen könnte. Also ich bin da wirklich, es gibt verschiedene Argumente für beides. Deswegen ist es schwierig, diese Argumente abzuwägen. Ihr müsst das wirklich von beiden Seiten betrachten und zwar sehr differenziert. Von daher kann ich da keine genaue Entscheidung treffen. Vielleicht könnt ihr das ja. Wenn ja, dann schreibt mir mal eure Meinung. Was findet ihr da besser? T-Rex outside, ich meine, über der Welt oder unter der Welt. Also hier im Berg. Ja, zum Beispiel, das sind so eine kleine Bergsaurier, ne? Ich finde das aber, ich finde das Pachycephalosaurier-Gehege ist bisher das schönste Gehege. Guck mal, der hat auch wieder ein bisschen Spaß. Ja, der hat Spaß. Der auch, den gibt's auch super. Ich finde, das ist wirklich das allerschönste Gehege bisher. Ja, mit den schönen Fahnen und den schönen Blättern an der Decke mit Glowstone. Also ich finde, das ist wirklich am besten von allen Gehegen. Bisher. Ne? Wir sind ja noch nicht ganz fertig. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Gehege folgen. Genau, und das schlechteste Gehege bisher, finde ich, ist das Mammutgehege. Weil es einfach, ich weiß nicht, es ist noch so, da ist noch nicht so viel drin. Das muss auf jeden Fall noch verbessert werden. Er ist ja noch nicht fertig. Aber das Mammutgehege ist auf jeden Fall bisher noch am, ich glaube am, ja, nee, vielleicht, ja doch, am schlechtesten. Ne? Wobei kann man ja auch nicht einfach so sagen. Also, ich möchte mal lieber von euch wissen, was ist euer Lieblingsgehege und was ist euer schlechtestes Gehege? Also euer Gehege, wo ihr meint, okay, das Geld, das ist so schlecht, das müsstest du noch ausbauen.
Das würde mich wirklich mal interessieren. Wenn ihr da eine Meinung habt, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Und was mich auch wundert, guck mal, dieses Mammut, das ist schon wie viele Tage alt? Ich weiß es nicht. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und es ist noch nicht an die Decke gekommen. Also wir könnten eventuell die Decke hier schließen. Weil das war auch mein eigentliches Ziel, dass wir die Decke später schließen. Damit man das Mammut genau von oben nicht sieht. Beziehungsweise dass man nicht sieht, dass da eine Grube ist, weil halt Gruben sehen immer irgendwie merkwürdig aus. Sondern dass man es nur von unterirdisch sieht. Das war so meine Intention, oder dass man das Dach aus Glas macht, je nachdem. Und deswegen wollte ich auch mal wissen, wie groß das eigentlich wird. Weshalb ich das ja auch offen gelassen habe. Aber anscheinend wächst das nicht mehr. Oder man muss es zähmen, damit es weiter wächst. Ich weiß es nicht. Guck mal, Säbelzahntiger müssen wir auch mal wieder einmachen. Dodu! Dodu! Komm wieder zu mir in meine Arme! Guck mal, der hat ein Ei gelegt, oder? Ja, ein Dodo-Egg. Ist ja witzig. Hallo Dodu! Wie geht's dir denn? Nur vier Leben, das ist sehr traurig. Aber ich finde, der ist total süß. Guck mal, dass der Baby-Dudu, der, ach, Baby-Dudu sage ich schon, der Baby-Dodu war natürlich auch noch am niedlichsten, weil der einfach so winzig war. Das ist wirklich, das hat mich voll an so einen Flemmi erinnert. Und der ist jetzt, hatte schon so eine fette Schnauze, ist nicht mehr ganz so süß, aber ist immer noch ein süßer kleiner Vogel. Also ich finde, der ist auch nicht schlecht. Aber das Dodo-Egg konfiszieren wir natürlich wieder und werden wir dann irgendwann mal wieder, falls wir eine neue Art benötigen, ausbreiten. Genau, es ist immer wichtig, oder mir ist es immer wichtig, dass ich immer mindestens zwei DNAs bzw. Dino-Eier habe. Weil, guck mal, stell dir vor, ihr habt nur eins, setzt das und dann stirbt das Viech irgendwie. Und dann bekommt ihr das Fleisch nicht und dann, ja, dann ist die Art ausgestorben auf dem Planeten und dann müsst ihr wieder nach Fossilien suchen. Deswegen ist es immer gut, wenn man eine DNA bzw. ein Ei davon von der Spezies in Reserve zu haben. Was wir ja jetzt nun auch vom Dodo haben. Wobei ich glaube, wir hatten eventuell noch ein paar Cultivated Dodo Eggs, oder? Nee, hatten wir gar nicht. Deswegen ist das dann doch schon ganz gut, dass wir jetzt dieses Dodo Egg haben. Müssen wir nur noch kultivieren, können wir ja nicht sofort so setzen. Müssen wir mal schauen, ist hier noch ein Spinosaurus irgendwo? Ein Ei, was wir noch rausnehmen können. Anscheinend nicht. Wobei hier, guck mal, der braucht wieder ein bisschen Fisch, glaube ich. Wow! Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Phaelosaurus, stirb, stirb, stirb. Okay. Oh, ich habe mich so erschrocken. Stegosaurus. Stegosaurus. Nein. Doch, Fisch. Ach oh, komm schon, ey, ich habe mich wirklich so erschrocken. Ich glaube, ihr habt es gemerkt. Also, nicht noch einmal. Nicht noch einmal, sage ich euch. Das ist immer so gruselig, wenn so ein. Wenn man denkt, okay, der wird jetzt nicht zerbrechen und auf einmal zack, kaputt. Okay. Warum nicht? Guck mal, jetzt haben wir wieder auch neue Biofossilien und Relic-Scraps. Die werden wir auch mal analysieren. So. Eins. Zwei. Drei. Bin ich mal gespannt. Jetzt benutzen wir auch mal die Seite, die wir letztes Mal ja gar nicht einbezogen hatten. 1, 2. Hier benutzen wir immer die Mitte. 1, 2. Ich weiß nicht, ob es da einen bestimmten Code gibt, mit dem man bestimmte Dino-Gruppen machen kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist wirklich immer zufällig und es hängt von einem bestimmten Prozentsatz ab. So vermute ich das jedenfalls. Ich werde es trotzdem mal irgendwie probieren. Vielleicht lässt sich da dann doch irgendwie was machen. Ich weiß es nicht. Das ist das Problem. Genau, und eins behalten wir, das tun wir dann nachher nochmal nachträglich rein. Jetzt schauen wir mal, was ist hier passiert. Naja, Fahne. Okay, besser als nichts. Hier ist nichts. Ah. Hier tun wir noch was rein. Ein Biofossil. Und hier ist ein, was ist das? Ein Spinosaurus. Nicht schlecht. Und hier ist was noch Besseres drin, aber das ist egal. So, was kommt hier raus? Fahne. Warum nicht? So, was kam hier raus? Knochenmehl, ich hasse es. Knochenmehl, ich hasse es. Eine Steintafel, meinetwegen. Pflanzenfossil, nicht schlecht. Gravel, Oh, Nautilus, die mögen wir doch. Ich weiß nicht, Nautilus ist sogar noch ganz cool. Was haben wir hier? Wieder Bone Meal und Fahne, naja. Sand, naja. Fahne, naja. Flint, besser als nichts. Aber ihr seht schon, wir haben wenigstens eine Spinosaurus-DNA dazu bekommen. Ist schon in Ordnung. Und dann tun wir dann den restlichen Mist rein, also die Fahne, den Gravel, das Pflanzenfossil, den Oak-Sapling, Steintafeln, Nautilus-DNA kommt woanders rein. Den. Aber das ganze Material, was wir halt dadurch kriegen,
Und dann kommt hier einfach mal die DNA rein. So, muss ich sowieso nochmal alles ein bisschen ordnen und auch die Cultivator müsste ich mal wieder reparieren, aber wir haben so viele, da warte ich noch ein bisschen, weil, naja, ich werde das mal warten, bis die alle kaputt sind. So, und Seeds werde ich auch mal gerne pflanzen, aber ihr wisst ja, es geht anscheinend nicht. Es geht irgendwie nicht. Nun gut, warum auch immer, soll mich nicht stören. Wir werden erstmal unser Eisen nehmen, denn aus diesem Eisen ist es ganz wichtig, dass wir daraus unsere Blöcke craften. Weil ich bin am Überlegen. Ich habe das ja so eingestellt, dass der T-Rex keinen Schaden machen kann, jedenfalls keinen Blockschaden. Das heißt, wenn ich den jetzt in ein Gehege setze, meinetwegen aus Dreck, könnte er dieses nicht zerstören. Wir haben noch sehr viel Cobblestone, das heißt, ich könnte für ihn ein Cobblestone-Gehege machen. Allerdings, falls ich mich mal vertue, das Ganze neu lade und die Einstellungen wieder weg sind, dann könnte der T-Rex alles zerstören. Das heißt, er könnte dann dieses Cobblestone-Gehege zerstören und könnte hier durchrennen und alles aus dem Weg räumen, was er so findet. Und das wäre halt ein ernstes Problem. Und deswegen bin ich am Überlegen, ob wir da unsere wertvollen Eisenressourcen nutzen und daraus halt ein Gehege bauen aus Eisenblöcken. Da bin ich am Überlegen, soll ich ein Risiko eingehen oder soll ich lieber ein cooles Eisengehege bauen? Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Des Weiteren möchte ich halt auch nochmal von euch wissen, soll das Gehege über der Welt oder unter der Welt sein? Das heißt unterirdisch oder überirdisch, ne? Also wenn ihr da eine Idee habt, dann einfach mal in die Kommentare damit. Was auch eine Idee wäre, das Ganze im Himmel zu bauen. Einfach mal irgendwie, keine Ahnung, einfach im Himmel so ein Gehege. Das heißt, wenn er ausbricht, stirbt er einfach, so einfach geht das. Das war natürlich auch eine Idee. Aber wir schauen einfach mal. Ich lasse mich einfach mal von euren Kommentaren überraschen, was ihr da so auf Lager habt. Ich werde jetzt erstmal wieder hier mal in der Monsterfalle gucken. Denn was brauchen wir natürlich? Ganz klar TNT. Gut. Gunpowder, das mag ich. Gunpowder, das mag ich. Und Gunpowder, das mag ich. Okay, es ist allerdings nur 46 Gunpowder. Das reicht knapp für, lass mich überlegen, 10, 20 TNT. Auf jeden Fall nicht viel. So, wir sind schon da, werden wieder ein paar Creeper sterben. Das wird wieder ein bisschen Gunpowder geben. Aber ich werde mich jetzt einfach mal ein Offscreen hier mal ein bisschen hinstellen, ein bisschen warten, ein bisschen Gunpowder einkassieren. Und danach können wir ein bisschen TNT herstellen, ne? Und ihr seht schon, da fließt das Gunpowder schon so raus. Gleich haben wir wieder 4 Stück dazu bekommen. So einfach geht das, ne? Aber das war's dann auch mit dieser Folge Minecraft Dinosaurs. Dann möchte ich nochmal von euch wissen, wenn ihr nochmal einen Tipp habt, ne? Wie das hier die ganze Zeit läuft, ohne dass ich hier in der Nähe bleiben muss, dann schreibt das ebenfalls nochmal in die Kommentare. Ansonsten bewertet das Video doch bitte. Also wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann einfach einen Daumen nach unten. Und ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Macht's gut, schaut bei der nächsten Folge vorbei und bis zum nächsten Mal.